So, Freunde, Luftfilter für Offroad-Fahrzeuge richtig reinigen. Wann, wie oft, womit, worauf zu achten ist, seht ihr in dieser Folge. Also dranbleiben, ich hol schnell die Beta und dann geht's los. Bis gleich. Nämlich total interessant, dieses Thema. Solltet ihr euch angucken, immer wieder hole ich solche dreckigen Teile aus diesen Motorrädern, damit euch das nicht passiert, damit euer Motor gesund weiterläuft, müsst ihr das sehen. Also, jetzt geht's los. Ausbau von diesem Luftfilter geht relativ fix. Man sollte natürlich darauf achten, ich gehe hier mal zum Fahrzeug nochmal, dass hier kein Schmutz in den Ansaugtrakt reinkommt. Ne? Also das ist ganz wichtig. Da sieht man es. Ne? Ich muss erstmal abchecken. Also hier sollte man aufpassen, dass in diesen Bereich hier kein Stäubchen reinkommt. Wieso ist das wichtig? Es gibt danach keine Barriere mehr. Alles, was da reinfliegt, entweder wenn es beim Viertakter ist, geht über Einlassventile rein in den Motor. Ne? Ist klar, mit der Luft vermischt. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr wirklich nach jedem Fahren das Ding reinigt. Wie sieht ein Luftfilter aus nach einmal fahren? Ich war jetzt beim Offroad-Training, ihr habt das Video ja gesehen, ich glaube, das ist schon gelaufen. So sieht der Luftfilter aus, nach einmal fahren. Wieso sieht der so aus? Wenn das staubt, dann sieht der so aus. Das ist ganz normal. Weil ja dieser Staub auch mit angesaugt wird, mit dieser normalen Luft. Und wie kriegt man den jetzt sauber? Was brauchen wir? Wir brauchen eine kleine Schüssel. Die findet ihr wahrscheinlich bei der Mutter in der Küche, bei der Freundin in der Küche, bei der Frau in der Küche. Kleine Schüssel. Die sollte natürlich groß genug sein, dass dieser Luftfilter in diese Schüssel reinpasst. Ja, und wer hat, der kann, sage ich mal, vielleicht so ein paar Handschuhe. Wieso, kommen wir später dazu. Wenn ihr keine Handschuhe habt, dann ist es auch nicht schlimm. Dann ein Luftfilter-Spray. So sieht das aus. Die sind meistens relativ groß, diese Dosen hier. Und einen Luftfilter-Reiniger. So, okay, also die 1, 2, 3, 4 Sachen brauchen wir. In der Regel braucht man gar kein Werkzeug, weil bei den Sport-Enduros meistens der Luftfilter so schnell zugänglich ist, dass man das ohne Werkzeug erledigen kann. Wie gesagt, ihr guckt es euch an und ich bin mir sicher, dass ihr das dann auch selber oft und regelmäßig in Zukunft machen könnt. Ich nehme den Schmuck ab und dann geht's los. Sind jetzt schon kaputt. Also eine Stunde später sind die Dinger an und jetzt kann es losgehen. Jetzt sieht man diesen Luftfilter, den kann man hier so verformen. Okay, dann gebe ich das Ganze hier, ich meine die ganz groben Sachen kann man sowieso schon mal so ein bisschen abreiben, wenn jetzt so Holz oder irgendein Dreck, ne? Also die ganz groben Sachen dürft ihr schon vorher entfernen. So, Reiniger drauf, nicht ganz so viel, deswegen auch eine kleine Schüssel. Ihr sollt ruhig sparsam hier mit diesen Ressourcen umgehen. Was passiert jetzt? Jetzt reinige ich, oder gebe den Luftfilter hier rein und knete den so ein bisschen durch. Klar, ne? Ich habe mir auch heute ein weißes T-Shirt extra angezogen, damit das relativ schnell wieder in die Wäsche kann. Ist ja logisch, ne? Gut, so. Und deswegen mache ich das eigentlich recht gerne mit diesen Handschuhen hier, weil ich diese Schlotze ungerne an den Händen habe.
Ja, das Ganze ist ein spezieller Luftfilterreiniger. Möchte euch jetzt auch wieder nicht festnageln auf einen Hersteller. Da dürft ihr ruhig nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt mit diesem Reiniger gute Erfahrungen gemacht und ja, das finde ich ganz gut, das Zeug. So, okay, ich habe jetzt quasi zwei Kanister. Das war einmal Vorwäsche und jetzt zeige ich euch mal, wie die Brühe aussieht. Das ist eine richtig, richtig Sauereibrühe. Warte. So, und das Ganze gebe ich jetzt wieder hier in den zurück. Wieso gebe ich es zurück? Weil diese ganzen Teilchen, die da rumschweben, das seht ihr jetzt, wenn ich es vorsichtig schütte, das könnte man jetzt auch noch durch ein Sieb lassen. Die bleiben jetzt als Rückstand hier in der Schüssel drin. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So. Okay. Und dieser Dreck hätte bei euch im Motor sein können, ne? Bäh, wie Teufel. Staub, Dreck, alles, was man sich so einfängt. So, ja, die Variante mit zwei Reinigungskübeln zu hantieren ist vielleicht nicht schlecht in dem Sinn. Und hier nehmen wir jetzt das Frische. Und das Frische kommt dann nachher auch wieder zum Alten. Also ihr könnt auch einen Kübel nehmen. Ihr solltet nur das alte Zeug wieder aufsammeln. So, hier sieht man, die ist klar und sauber. So, schön draufschütten. Und wenn jetzt eure Schale zu groß ist, dann braucht ihr einfach zu viel Reiniger. Und wieso sollte man mehrere Luftfilter haben? Weil man sich dieses Prozedere im Endeffekt ja sparen kann, oder was heißt sparen kann man sich nicht, aber man kann auf diesem Wege alle Luftfilter reinigen. So, das hat es schon aufgenommen, aufgesogen. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht die Kamera einsaue damit. Das kann nämlich nichts, ne? Normalerweise steht ja keine Kamera in der Werkstatt. So, ich habe den wirklich frisch im Fahrzeug gehabt und bin nur einen Tag gefahren damit. Also, das heißt, wenn ihr jetzt da richtig Stunden kloppt, ja, mit einem so einem Filter, was meint ihr, wie der aussieht? Und irgendwann hat er eben keine Kapazität mehr, dann ist er dicht. Dann läuft der Motor zu fett, dann zieht es euch den Dreck in den Motor. Also das ist richtig doof. So, wie neu, wie ganz, ganz neu wird er nicht, aber ich kriege zumindest den Dreck raus. Und hier das ganze Prozedere einfach mal so ein bisschen kneten und waschen. So, und die Flüssigkeit, die eben wieder klar war, kommt jetzt schon wieder dunkel raus. Natürlich, so ein paar Rückstände hast du da immer drin. Ein ganz heller weißer, so fabrikneu, der kommt nicht mehr raus. So, seht ihr mal, was der aufnehmen kann? Ich halte es nochmal hier rein und jetzt drücke ich nochmal raus. Und jetzt sieht man klar, die Flüssigkeit ist verfärbt, wir haben so ein paar Schwebteile drin. Ich mache es nachher nochmal mit einer anderen Kameraeinstellung, dass ihr das besser sehen könnt. Und das Ganze wiederhole ich jetzt ein paar Mal, bis ja, so gut wie keine Rückstände da mehr drin sind. Wie gesagt, das könnt ihr alles nachher, wenn ihr das nicht macht, in eurem Motor liegen. Und dann ist das Geschrei groß, Werkstattrechnung ist groß und jeder, der so eine Schüssel hat, ne? Und wenn ihr keine habt, dann kauft ihr eine, kostet 1 Euro oder so. Und jo, jetzt filme ich noch gerade das, was hier drin rumschwimmt. Ich habe den jetzt wirklich hier komplett getrocknet.
gereinigt, ausgeblasen. So sieht mein Endprodukt aus. Klar, wie gesagt, diese ganz helle Färbung kriegt er nie mehr rein. Im Ergebnis bin ich jetzt so, wie es ist, sehr zufrieden. Genau. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Was ich selber, also ich spreche mal für mich und aus meiner Erfahrung, was ich selber nicht so gut finde, ist dieses Öl. Du kannst das in eine Tüte reingeben, ja, dieses Öl, und dann den Filter reinstecken und den dann so kneten. Ist eine Variante, das kann man machen. Ich persönlich bevorzuge lieber ein Spray. Dieses hier. Und das ist 600 Milliliter, ist jetzt in dieser Flasche drin. Es gibt, wie gesagt, auch sicher ganz, ganz viele andere Hersteller, die so ein Spray haben. Aber ich finde die Aufbringung mit dem Spray sehr, sehr gut, weil ich es sehr schön dosieren kann. Wenn es Wasserdurchfahrten hat, gebe ich hier so ein bisschen Mehrzweckfett auf diese Dichtkante. Das hat den Vorteil, dass hier das Wasser so ein bisschen abgehalten wird. Man hilft sich so ein bisschen, ne? Wie man kann. Das ist natürlich keine Garantie, dass man jetzt hier Oberkante, Oberlippe hier die Wasserdurchfahrten macht. Und jetzt sieht man schon, gebe ich das hier drauf, dass er schön benetzt ist. Natürlich auch relativ großzügig an diese Kante hier. So ist das fein. Das Spray ist im Endeffekt leicht farbig, dass man auch sieht, wo man schon behandelt hat. Und ich gebe hier auch noch so ein bisschen auf die Innenseite. So, fertig. Das war's. Und das ist kein Hexenwerk. So, der ist sauber. Wenn ihr jetzt einen neuen Luftfilter kauft, hier sowas, das ist original verpackt. Ich weiß, dass es von KTM bereits geölte Luftfilter gibt. Kann man kaufen, kostet ein bisschen mehr sicher. Wenn ihr trockene Luftfilter kauft, bitte immer in Verbindung mit Spray oder mit Öl einsetzen. Nie aus der Verpackung raus, direkt ins Motorrad. Schlecht. Ihr seht, ich nehme das wirklich ernst, dieses Thema. Ich habe selber nämlich auch keinen Bock auf Motorschaden wegen Dreck, wegen Nachlässigkeit. Ganz einfach, nach jedem Fahren einmal checken. Die ganz cleveren von euch haben 4-5 Luftfilter. Dann macht ihr das Prozedere einfach 4-5 Mal, steckt immer wieder einen frischen rein und los geht die Brause, ne? Beim Einsetzen, also zumindest bei der Beta, bei der KTM, bei der Husqvarna, werdet ihr sicherlich kein Werkzeug benötigen. Ich bringe den Filter hier rein, achte drauf, dass er hier schön sitzt in der Airbox. Hier ist der Pin, den bringe ich hier rein und das war's schon. Okay, einmal hier reinfüllen, in die Kante reinfüllen, von hinten füllen, dass alles sauber sitzt. Deckel drauf. Halt. Hier drauf achten, dass alles sitzt. Okay, das war's schon. So, das war alles. Also ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Und es spart euch richtig Ärger, wenn ihr es nicht macht. Also hier nach jedem Fahren einmal. Sollte genauso dazugehören, wie mal das Bike generell durchchecken. Das ist mein Tipp. Also ich sehe es so oft, deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein Video wert, ne? Ja, also ich bin fertig. Ich zähle nochmal auf, was ihr braucht. Ihr braucht eine kleine Schüssel. Ihr braucht im Prinzip einen Luftfilterreiniger, ihr braucht ein bisschen Läppchen, ihr braucht ein Luftfilterspray oder Öl, je nachdem, was euch lieber ist. Ihr solltet nur wissen, macht es regelmäßig hier, kümmert euch um euer Fahrzeug. Und in diesem Sinne, schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben in diese Richtung. Denkt an das Glöckchen, wenn ihr ein Abo da lasst. Abo kostet nichts, das Glöckchen wird hier eingeblendet. Ting!
Ja, dann wisst ihr immer, wann ein neues Video kommt. Und hier geht's zum nächsten Video und hier könnt ihr das Abo machen. Oder hier ist Abo da. Ach, ist egal. Ihr seid die Besten. Ich danke euch. Also, bis bald. Tschüss.